immer auch schon wieder. Ja. Gehen jetzt, wie gesagt, mal zum Sägewerk. Sind 15 zu 15. Schaffen wir das ja. Da hinten links der. Achso, das ist der Hof. Ein bisschen Geld verdienen. Das Gewehr wieder nicht mitgenommen. Oder? Doch. Aha. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch was Schönes. Die Brechstange haben wir auch noch mit dabei. Ist schon auf der Flussseite, okay. Da liegt noch ein Fass. Oh, hier liegt eine Menge Schrott. Das wollten wir auch mal in einem Haus mal aufsammeln. Vielleicht können wir das auch mal verkaufen. Braucht man so viel noch? Frage. Laden, das heißt, wir können daran nicht reisen. Ah. Das war jetzt auch nicht schlecht. Ich trage zu viel. Können ja eigentlich ab. Herstellen. Das sollte ja nicht despawnen. Nehmen wir jetzt auf. Nein. Hoch. Gut. Doch auch nochmal mit dem Traktor. Mit dem Wildschwein. Nur das Wildschwein abliefern. Thomas. Prüfe den Inventar, denn ich sehe, dass Teile fehlen. Oh. 300. Jetzt weg. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Kann ich helfen? Töte den Hirsch. Aber wir müssen zumindest schon mal wieder Geld dazu bekommen. Okay, also nochmal. Dann. Ja, Kasimir ist doof. Oh Mann. Dann laufen wir jetzt nochmal rüber. Aber wir haben schon mal das Wildschwein erlegt. Das war auch nicht schlecht. Mitten im Schrotthaufen. Nichts wieder in der Hirsch. Ja, dann die Richtung.
drüben auf der anderen Uferseite geht hier ein Weg lang. Jetzt wird es immer später 17:42 Uhr, aber die sind noch jetzt noch da. Ich weiß nicht, ob die abends auch draußen stehen oder ob die dann weg sind. Ja, Pilze. Cool. Das ne. Einer. Später mit ihm. Handeln wir, was hast du denn? Sägewerk. Schnaps, Wodkaflasche. Flasche. Rott, Brett, Baumstumpf. Ich muss sogar Bäume pflanzen wieder. Kann ich helfen? Yep. Ich guck gleich nach der Quest, ich will nur mal schauen, ob wir den Hirschfechner kriegen. Ist er auch hier? Ist er nicht hier hoch? Ah! Zählt das? Nee, muss wirklich ein Hirsch sein. Nehmen wir trotzdem mit nach Hause. Können sie hier liegen lassen und reiten. Ja, nee. Zerlegen wir erstmal. So. Voilà. Hirsch Kuh. Ja, muss halt direkt sein. Aber nun gut. Die Retrophäe. Aber das Hirschfell auf jeden Fall schon mal, wenn wir dann wieder eins brauchen. Hier kann ja auch mit rein. Das Fleisch kommt in den Kühlschrank. Also, das Lager und die Vorratskammer. Schrotte mal drüben lassen können. Die Flaschen lassen wir gleich hier. Könnten ja mal den ganzen Zeug da mal verkaufen am nächsten Tag. Und die Brühe ansetzen und schauen, was wir jetzt für eine Aufgabe bekommen haben. So, da gehen wir erstmal jetzt rein. Das wissen wir jetzt. Brot und Butter. Haben wir so viel noch da? Ein Brot. Drei Butter. Zählt das? Ja. Bereite Brote vor. Kochschinken, Reibeschinken, Scheibe Brot, Klappstulle. Dann doch mal hier entzünden. Brotscheiben. Haben wir jetzt schon, okay. Kochschinken.
Ah, dann bomben wir jetzt erst hier den Fisch zu Ende braten. Mal leider mal die Wunderspritze hier rein. Vier Stück. Kann ja auch hier rein. Hier war ja nichts, hier können wir ja nichts reingucken, ne. Acht Minuten. Zwei, eins, dann haben wir gleich das erste hier fertig. Null, komm. Entferne. Kochschinken. Der braucht 1 Stunde 24. Aber wir hatten ja zwei Aufgaben. Kochen ist einfach. Brühe. Geflügelfleisch zweimal. Also wir müssen dann morgen dort ge. Okay, jetzt hier eh aus. Das heißt, wir gehen erstmal jetzt schlafen. Bis 6:45 Uhr. Kasimir träumt von Kühen. Sie schauen anklagend an. Nach einer Weile fragt eine von ihnen: Ihr könnt ja von uns Milch verlangen, wenn ihr uns nicht einmal einen Platz zum Schlafen gebt. Du musst uns persönlich zu den gemütlichen Boxen bringen. Ah, wieder so ein Tipp. Gut, dann würde ich sagen, feuern wir jetzt hier nochmal an. 1:20. Reisen zum Markt, kaufen Geflügel. Handeln wir gleich 2 für 102. Kosten dann bitte Kartoffeln 20 Stück. Für 100. Okay, nehmen wir mit. Reisen wir zu Kasimirs Hof. Besiege deine Alkoholsucht. Aufgabe beendet. Coole Sache. So. 2 Stunden. Ah, jetzt müssen wir düngen quasi. Das sieht doch auch schon fertig aus hier. 2 Stunden. Okay. Wir haben Karottensamen wiederbekommen. Einmal. Oder ist es, wenn die hier 2 Stunden dastehen, dass ich früh geerntet habe? Nö, geht nicht. Gut. Ja, Glück ist ja nicht so fett bei dem Samen. Auf den Möhren. Trinken jetzt mal was. Dann geht's hier weiter mit bereite vor. Nee. Koche. Brühe. Lange 2 Stunden 50.
Jetzt hier nochmal Holz. 9 Mal. Kartoffelmeiche. Wasserbedarf. Okay, dann packen wir uns mit hier das Holz rein. Der Eimer war ja hier drüben drin. Mein Kochschinken ist fertig. Okay. Dann füllen wir jetzt mal den Eimer nach. Nee. Hier. Füll den Eimer. Trink aus dem Eimer, okay. Nein. War das so? Füllen hier Wasser auf. Und jetzt die Kartoffelmeische. 5 Stunden. Kochschinken entfernen. Scheiben oder sowas? Was war das? Schinkenscheiben, genau. Und jetzt Klappstulle. War doch Klappstulle. 4. Und da eine für uns mit. Oh. Okay, bereite Brot vor. Liefere Brot. Klappstullen liefern. Okay. Der Schinken kann hier rein. Hier können wir nochmal was essen. Und die Klappstullen liefern gleich mal ans Sägewerk. Oben im Nest. Das war der andere. Die mit euch reden. Jetzt. 10 Brennholz. Explosive Methode. Hol dir Granaten. Würde es mal nicht verkauft haben. Die einfach einen Teil schmeißen? Okay, die holen wir uns jetzt gleich. Ich gucke jetzt nochmal schnell nach der Ernte. Drei für die Ernte. Samen haben wir keine bekommen, aber wir haben jetzt Erbsen und Möhren. Zack. Brennholz packen wir gleich jetzt hier rein. Oh, wie lange brennst du jetzt noch? 1 Stunde 2. So. Und jetzt holen wir die Granaten. 3 Stück braucht man ja. Ich glaube nicht, dass ich mich zurückhalten kann. Ich muss nur sehen, ob es tatsächlich möglich ist, mit Granaten zu fischen. Okay. Wir fischen mit Granaten.
Ach, Kasimir. Dann gibt es erstmal ein Bier. Aber das Fischen würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Also vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und ciao.